Effektivität und Zielerreichung, Wirksamkeit zu erzielen, das ist das alles Entscheidende. Dann spielen Sie in der Champions League, dann können Sie ein Unternehmen nach vorne entwickeln und dann stellt sich die Frage am Ende des Tages, ob man Weltklasse oder Bezirksklasse ist. Und, ja, und was ist Weltklasse? Man kann sich natürlich jetzt in dieser Situation streiten, ob das Trikot vom HSV momentan Weltklasse ist oder Bezirksklasse. Das ist Weltklasse. Für jeden ist das Weltklasse. Jeder sagt, BMW, ho, das ist hier oben. Die Stärken der Zusammenarbeit zu nutzen, dass Sie davon leben, die Andersartigkeit des anderen ja im Unternehmen zu haben und diese auch zu akzeptieren. Sami Hypia, ein Finne, hat in eine ganze Woche vielleicht 7 Wörter gesprochen. Sergej Barbares, du brauchst jemanden, der auch mal dreckig ist, der auch mal eine rote Karte holt. Holländer und ein Ossi kannst du immer im Sturm gebrauchen. Und zusammenspielen, weil das ist das Allerwichtigste. Dadurch haben wir Erfolg gehabt. Nein, da musst du dich ergänzen und zueinander passen. Und das ist meine Mannschaft. Hast du auch eine Mannschaft? Ja. Wir gehen mal wieder zurück in die Arena der Zusammenarbeit. Experten auf jeder Position, um am Ende des Tages dann Weltklasse zu sein. Sie brauchen die Stars und die Teamplayer. Das ist im Fußball so, das ist im Unternehmen genauso. Auf Sieg oder Niederlage und da musst du den Willen haben. Da musst du dahin gehen, wo es wehtut. Und wenn Ronaldo mal Schnupfen hat oder es war draußen um die 5, 6 Grad und er hat es zu kalt gehabt, da kommt der Meier. Die letzten 5% werden nicht mehr aktiviert. Die letzten 5% machen am Ende des Tages gerade in der Spitze, wenn wir über Spitzenniveau sprechen, wir wollen ja über Weltklasse sprechen hier. Und im Club gibt es für mich nichts Höheres als das hier. Anfield Road, wow, Gänsehaut, ja. Das war geil.